Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch zum Euro Truck Simulator 2 und heute geht's weiter mit der US Truck Tour und heute auch mit einem neuen LKW, den Kenworth T800. Wunderschönes Fahrzeug, wirklich wunderschön. Und diesen werden wir, wie gewohnt, wenn wir das erste Mal dir ein Fahrzeug vorstellen, natürlich tunen und mal gucken, welche Möglichkeiten dieses Fahrzeug uns bietet, individuell uns nach unseren Wünschen das Fahrzeug ein bisschen gestalten. Und ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und dann schauen wir uns mal an. Erstmal reparieren, weil ja, war eine anstrengende Fahrt gewesen bis hierher. Und natürlich gehen wir jetzt rein. Gehen wir auf Kabinen und da haben wir eine ganze Menge an Möglichkeiten. Erstmal hier diese einfache Kabinenaufbau, ganz normal, ohne irgendwelche zusätzlichen Sachen, also Übernachtung ist da nicht geboten. Dann hier noch mit welchen, eine Kabine ist drin, eine kleine und mit solchen Flügeln. Jetzt eine größere Kabine, das bedeutet, wir können ordentlich schlafen und dann noch mit Aufbau. Und da ist jetzt schon die erste Frage. Wir wollen natürlich die erste Variante fahren. Und dann könnt ihr gerne in den Kommentaren reinschreiben, so Kabine zum Beispiel, ob ich die zweite Kabine, das ist ja größtenteils, glaube ich, in Amerika unterwegs, und oder hier die vierte Kabine, also oder auch nur die dritte Kabine. Also ganz ehrlich, ihr könnt unten in den Kommentaren reinschreiben, weil gerne möchte ich mit diesem LKW noch eine Tour machen. Es sieht einfach genial aus. Also das ist für mich ein richtig schöner amerikanischer LKW. Aber wir fangen mit der kleinen Kabine an oder ja, ganz normal. Und wenn ihr es wirklich wollt, ja, dann möchte ich, wenn ihr es wirklich wollt, dass ich jeden LKW einzeln so mit zwei Videos vorstelle, dann möchte ich mindestens 20 Likes haben. Ja, sonst zeige ich nur einen. Nein, Quatsch. So, wir lassen erstmal hier diese einfache Kabine. Und dann gucken wir uns mal an, welche. Hier gibt es dann quasi noch so ein Ersatzrad. Oder. Ja, könnten wir eigentlich so machen, oder? Aber irgendwie ist es ein bisschen übertrieben, ne? So ein langer Tank sieht doch ganz schön cool aus. Ah, ich bin jetzt echt am Überlegen. Ich denke mal, bei denen können wir mal sowas machen, oder? So ein bisschen außergewöhnlich. So, dann an Motor. Wir werden natürlich einen roten Motor nehmen. Hier von Cat könnten wir einen nehmen, aber ich denke mal hier so ein 500 PS starker Motor. Die haben natürlich auch unterschiedliche Sounds, ne? Wir nehmen den hier mit 600 PS. Firma sagt mir eigentlich gar nichts, ich kenne eigentlich nur den, aber das sind amerikanische Firmen und hier werden wir natürlich wieder das Beste nehmen. So, Innenraum. Gestaltung. Ich bin ja nicht so ein Freund von so einem Wurzelholz, aber von der Außenfarbe könnte es durchaus, ja, passt. Ne, sieht so langweilig. Ne, wir nehmen die hier. So, Farbe lassen wir erstmal rot. Und jetzt sehen wir hier, welche Möglichkeiten wir haben. Ich gehe kaputt. Ich gehe echt kaputt. Wir gehen nochmal bei den Reifen und da sehen wir unterschiedliche Felgen. Und wir nehmen mal einfach die ganz normalen Klassik. Ne, ein bisschen verchromt. Die nehmen wir. Reifen gibt es da auch unterschiedliche. Ich denke mal, wir nehmen gut hier. Nehmen wir mal hier auch natürlich. Da gibt es andere Bleche. Wir könnten so ein. Entweder Wagenfarbe oder so einer halben Bleche. Ich würde mal sagen, bei dem würde es ganz gut aussehen, wenn wir solche nehmen. Aber ich glaube, das wird mit den Auflieger nicht richtig hinhauen. Ah. Mal sehen, was kann man bei den Tanks. Ach so, erstmal hier den Reifen. Gut hier. Hier auch gut hier. Und hier hat er schon die Felgen. Gucken wir uns die mal ein bisschen genauer an. Welche denn gut aussehen? Ah, oder so einen weißen. Oh, es sind ja so viele Möglichkeiten hier. Verdammte Axt. Ich nehme halt trotzdem die hier. So, ist der, hat das auch. Und jetzt wollen wir hier nochmal die Goodyear-Reifen nehmen. Und
Und alles ist schick. So, da haben wir das. Wir gehen mal nach ganz hinten. Vielleicht haben wir hier auch noch Möglichkeiten. Oh, Maximus. Schön. Ja, da wurde ich auch schon gefragt, warum mein LKW vorne Maximus hat. Da müsst ihr einfach euch anmelden auf dieser Seite bezüglich dieses Truck World. Ja, und dann loggt ihr euch dann automatisch damit ein oder könnt ihr so eingeben, ob ihr euch automatisch einloggen wollt. Und dann passt das. Also hier jetzt nochmal zu diesen komischen Spiegeln, das ist nichts für mich. Aber wir können hier noch solche Tanks heranmachen. Aber passt irgendwie zu dem jetzt nicht. So, Spiegel. Oh, das war Riesenteile, ey. Irgendwie. Nee, ich lass den Standardspiegel, der sieht am besten aus. So, das ist Innenraum. Dann können wir noch hinten so einen Schutz ranmachen. Oder so ein Gitter. So ein Gitter, das würde viel Sinn machen, wenn ich Holz fahre. Vielleicht kriege ich ja mal eine Tour mit Holz, aber ich denke mal, das sieht ganz angenehm aus. So, das hatten wir. Gehen wir mal weiter hier vorne an den Grill. Und dann können wir hier an die Seite Kennwort. Alter, das ist ja geil. Also der Mod ist ja wirklich die absolute Pracht, ne? So, dann kann ich hier noch ein riesengroßes Kennwortzeichen ranbauen. Das hatten wir gemacht. Das sind die Felgen, das sind die Reifen. Ja, man sieht ja manchmal gar nicht mehr richtig durch, was man hier alles machen kann, ne? Ah, ich hätte jetzt bei das gesagt, ne? Das sieht eigentlich richtig cool aus. So, da kann man hier. Was ist das hier? So ein Schild? Nee, das sieht ja doof aus. Ah, nee, ich würde am. Nee, ich mache hier am besten diese. Wo ist denn das jetzt hier? Wir gehen nochmal ran. Hier diese. So ein Blinker sieht auch doof aus. Nee, wir machen das hier ran. Das passt zu dem LKW richtig gut. Also, das muss ich ehrlich sagen. Hier unten können wir diese Lappen ranbauen. Diese Kennwortlappen. Das passt auch ganz gut. Hier. Nee. Würde ich fast gar nicht mehr ranbauen, ne? Also, wir wollen ja nicht übertreiben, ne? So, da haben wir das. Das haben wir. Das haben wir. Hier können wir. Aber es gibt so viele Sachen, ja. Also, das ist enorm. Hier vorne kann ich nur so eine Lichter ranmachen. Wir gucken uns mal an, wie er so aussieht. Vorne mit den gelben Lichtern. Nee, das sieht doof aus. Das sieht echt doof aus. Nee, das machen wir weg. Oder soll ich die dran lassen? Nee. Manchmal ist weniger mehr. So, das haben wir, das haben wir. Kann ich hier hinten noch irgendwas machen? Ich glaube, auf dem Dach gab es noch ein paar Möglichkeiten. Was ist das für ein Punkt? Das ist Innenraum. Hier kann ich natürlich wieder irgend so ein Blech reinmachen. Das fällt mir auch nicht. Was gibt es denn hier Schönes? Ja, gut, das ist jetzt vom anderen Mod. So eine olle Tröte drauf. Passt aber irgendwie alles nicht so richtig. Könnt natürlich so eine Scheibenwerfer hier oben drauf knallen. Ja. Ich weiß nicht so genau. Oder so einen runden Boller-Dinger. Aber ich denke mal, die passen auch nicht. Nee, machen wir weg. Will ich nicht haben. Oh, das sieht aber ganz gut aus hier, die Leuchten. Also die muss ich jetzt oben lassen. Ja, das gefällt mir. So, was gibt's hier? Sonnenblende. Ich würde die kleine nehmen. Und hier vorne natürlich wieder standardmäßig Chris. Deine Seite. Maximus. So. Ich würde sagen, so werden wir jetzt mit dem LKW eine Runde drehen. Gefällt mir ganz gut. Und beim nächsten Mal
werden wir auf jeden Fall irgendwie so eine Schwerlasttransport machen. Jetzt werden wir schnell den Anhänger von draußen nehmen und mal durch die Stadt fahren. Bestätigen. Und soll ich die Lackierung noch ändern? Wir haben jetzt einen weißen Anhänger. Was gibt's denn hier an? Oh, schön. Das sieht auch nicht doof aus. Aber hinten, das gefällt mir ja gar nicht. Was hatten wir eigentlich für einen Anhänger draußen? Das könnten wir jetzt vielleicht mal schwarz machen, ne? Und das machen wir knallrot. Gibt es kein besseres Rot hier? Und immer. Ja, dieses Rot. Und hinten das Grün machen wir auch dieses Rot. Ja, genau, das sieht gut aus. Und hier nehmen wir auch dieses Rot und dann passt der doch ganz gut, ne? Wir könnten ja die Farbe vielleicht doch noch ein bisschen ändern in so ein Blau vielleicht. Ja. Oh ja, den machen wir so. Den bestellen wir. Aber warte mal, dann. Ah doch, das lassen wir. Der sieht cool aus. Hey, hallo, da ist er. Alter Schwede. Ist der geil, der LKW. Oh, Hammer. Schönes Teil, muss ich wirklich sagen. Das Rad dreht sich hinten mit, sehe ich. Hallo, Ballo. So. Ja, passt ja auch doch ein bisschen, ne? Muss ich ja ehrlich sagen, ja. Schönes Teil. Wirklich schöner LKW. Oh, ich freue mich richtig, die Tour mit denen zu machen. Und ganz ehrlich, dann schreibt unten, wenn ihr wirklich den T800 noch mehr Videos sehen wollt. Also eins möchte ich auf jeden Fall machen noch mit dem. Dann schreibt es einfach unten in die Kommentare rein, wenn ihr wirklich den zweiten, dritten oder vierten sehen wollt, dann macht es einfach rein. Oder wenn wirklich so viele daran Interesse haben, ja, dann bringe ich von jedem, ja, so ein kurzes Tuning-Video, so wie jetzt, und danach kommt dann quasi eine richtige Tour. Da sieht man richtig den roten Motor da hinten. Ah, ist das geil! Jetzt müsste man nur noch die Klappe irgendwie öffnen können. Oh, ist das ein schöner LKW. Drinne auch, herrlich. Hier kann man hinten nicht schlafen, da kann man noch ein bisschen Müll hinschmeißen und das war's. Ja, und wenn ihr mal, wenn das alles vorbei ist mit den amerikanischen LKWs, dann würde ich gerne so eine alten LKWs bringen. Momentan bin ich auch so dabei, ein bisschen auf Achse zu gucken mit Manfred Krug, ne? Oder Franz Mersdorn und Günther Willers, für alle, die es noch kennen. Ach, herrlich. So, dann werden wir die Fracht jetzt einfach abgeben, weil wir haben ja noch eine ganze Weile getunt, dass ich jetzt gleich die Tour machen können oder kann. Weil ich habe so richtig Bock jetzt mit diesem LKW meine Tour zu machen. Und wie gesagt, unten in der Beschreibung findet ihr natürlich den Link dazu. Also da ist so eine Modliste. Und dann könnt ihr euch das angucken. Also die nächsten Tage wird dann auf jeden Fall das Video dazu kommen, wie ich mit dem LKW eine Tour mache, irgendwas Schwerlasttransportmäßiges, also irgendwas Interessantes. So, ihr seht schon, ich bin in Dresden, da hinten ist die Frauenkirche. Und da haben wir es erledigt. Gute Fahrt, ausgezeichnet. Super. Und das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht mit diesem wunderschönen Kennwort T800. Eine geile Karre, muss ich ehrlich sagen. Ein super Mod. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findet ihr das. Mit den Worten, macht der Maximus einen Fisch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.